Seid gegrüßt, wohlmeinende Männer und Weiber. Das mit den wirbelnden Mikrofonen und den dazugehörigen Glitches, das kennen wir ja. Mal verschwindet der Fuß, mal ist er da. Aber auch das mit dieser Augmented Reality, das kennen wir auch alle. Als ich aber den Typ gesehen habe, der auf einmal ein Hologramm in der Hand hatte und damit rumgespielt hat, da gab es dann ein zweites Video und das zeigte, wie man diesen Spionageflieger U2 dazu benutzen könnte, um ein Hologramm zu projizieren. Beim Fotografieren oder beim Filmen von der ISS, das war in München mal möglich, ist mir auch damals schon aufgefallen, dass die Regenbogenfarben irgendwie so gar nicht gepasst haben. Wäre es möglich, dass man Spionageflugzeug dazu benutzt, um mit Emittern darauf die ISS zu projizieren? Weiß ich, vielleicht hat jemand dazu eine Idee und schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr das Video schon gesehen habt, dann tut es mir leid, dass ich mich wiederhole, aber war irgendwie so ein Ding, was ich weiterbringen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schwitzt nicht so viel wie ich und lasst es euch gut gehen. Bis dann.